Servus, Freunde, die schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Spider-Man, wo wir uns langsam aber sicher diesen Herausforderungsende nähern. Weil viel haben wir nicht mehr. Was soll da dann noch kommen, ne? So gut, bin nur elegant daneben gesprungen. Was haben wir hier? Kampf. Kampf ist gut, Kampf macht Laune. Schon hier auf dem Platz, ne? Ich muss sie ausschalten! Oh, der ist groß. Ich hatte eure Ausbildung. Ein Geschenk für dich. Kannst du mal halten. Will ich haben. Aua, voll ins Maul. Der macht uns kalt. Aua. Angriffsformation. Gebt ihm. Ihr habt hier gar nichts. Er hat ihn umgehauen! Er ist immer weniger! Nee, nimm du mal. Ich brauch das nicht. Oh, Rakete! Hoppi nicht? Ja. Formieren! Das haben wir geübt! Formier dich mal selber. Hallo. So. Ist es schlimm, dass ich besser abschneiden wollte? Oh, fast, Alter. Fast. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. So, hier ist abgeschlossen. Hier ist auch Taskmaster. Hier auch Taskmaster. Wo haben wir denn noch Taskmaster? Hier haben wir auch abgeschlossen. Taskmaster abgeschlossen. Abgeschlossen. Oh, ist alles abgeschlossen. Das war der Taskmaster. Ja, wow, hat sich voll nicht gelohnt. Was haben wir denn hier? Spider-Armor-Anzug MK4. Verteidigungsschild. Experimentelles Gewebe erzeugt Energieschild, der vorübergehend allen Schaden absorbiert. Aha. Kostet Basismarken und Blitz. Mikrogyroskope ermöglichen schnellere Sprinten und können in Echtzeit Bewegungskräfte übertragen, um Gegner zu Boden zu werfen. Ah, alles klar. Okay, will ich auch noch nicht machen. Ich würde gerne erstmal meine Geräte weiter aufrüsten, weil wir dafür nämlich die Herausforderungsmarken brauchen. Jetzt haben wir keine Basismarken. Ja, leck mich am Arsch. Erstmal alle Geräte so weit aufrüsten, wie geht. Ich glaube, wir müssen die Herausforderungen öfters machen, wenn ich das so sehe. Was wir hier an Markenverbrauch haben, ist ja unglaublich. Was ist das für ein Ding? Stolpermine. Achso. Den auch noch. Zack. Und hier fehlen uns Basismarken.
Das ist leider schade. Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? 4, Alter. Ich muss mal wieder was ausgeben. Uiuiui. Hier Raketen umlenken. Kostet 2. Könnte man mal machen. Brecher können gegriffen werden. Das ist auch gut. Mache ich auch viel zu wenig. Bodenschlag verfügt über eine stärkere Explosion, die Gegner umwerfen kann, wenn er aus größerer Höhe eingesetzt wird. Ja, wenn ich den mal machen würde, ne? Hier, Dreieck um für einen sofortigen Takedown, das ist auch gut. Der kostet auch. Führe einen einfachen Gegnern unmittelbar einen zweiten Finisher durch. Was? An einfachen Gegnern. Ah, alles klar. Dann, wie viel? Ach, wir haben 0 Punkte. Oh, das war schon. Mensch, das ging auch schnell. Welchen können wir noch machen? Den können wir machen. Der kostet aber auch Herausforderungsmarken. Das ist sehr teuer. Was haben wir hier? Verbaut automatisch Fuchsbalken. Na, nicht notwendig. Auch nicht notwendig hier. Den will ich auf alle Fälle haben. Und den weiß ich noch nicht. Ich denke mal eher nicht. Aber den muss ich haben. Ganz dringend. So, sonst sind wir ja bald durch. Wir brauchen Basismarken. Moment. Ja. Wir brauchen Basismarken. Irgendwo muss hier noch eine Base sein. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Also zwei Bases haben wir noch. Dann würde ich sagen, können wir uns die mal als nächstes holen. Ne? Hier haben wir jetzt, glaube ich, alles erstmal abgeschlossen, was frei war. Nee, Schlägerverbrechen fehlen immer noch zwei Stück. Das ist sehr schade. Dann schwingen wir uns einmal nach hinten hoch. Ach, da kommt er ja. Wenn du meine Moves kennst, weißt du, dass ich dich fertig mache. Überrasch mich, wenn du kannst. Hm. Bei meinen Aufgaben. Wow. Ich hab dir all deine Moves beigebracht. Wie wäre mal ein Auffrischungskurs? Du kannst das hier ernst. Alter. Oder sterben. Hey, auf den Finisher habe ich das Patent. Das wird wehtun. Ich kann dir nichts verdenken. Ich kann gar nichts machen. Was ist los? Keine Lust auf einen fairen Kampf. Ich muss ihn überrumpeln. Das siehst du noch einmal, wenn ich zutrete. Mist. Komm schon, das ist erbärmlich. Jetzt meine Moves. Das wird schnell vorbei sein. Alter. Hey, das ist ein Spider-Man-Original. Ist mir so aggro, ich komm nicht weg. So viel zu meiner Allergie. Hey. Ich habe auch nichts zu werfen. Okay, du hast dem Move seine Persönlichkeit genommen. Unfair. Nutz deine eigenen Moves. Ja, ehrlich mal. Oder nur dämlich. Nur weiter so. Meine Lehrerbewertung wird dir nicht gefallen. Die Resultate, um die kriege ich immer. Jetzt sei doch nicht so, Junge. Das ist mein bester Wurf. Außer Gefecht gesetzt ist der wertlos. Vegas wäre das der letzte Schrei. Geschenk für dich. Alter. Du kopierst meinen Wurf? Ich seh nix.
Das ist ein bisschen problematisch hier gerade. Hm, haben wir irgendwas? Komm schon, das ist erbärmlich. Okay. Hey, das ist mein 100-Pro-Move! Hat dich überrascht, was? Nicht wirklich. Klau mir nicht meinen Wurf! Aua! Zeit für einen neuen Ansatz. Ja, der wäre. Mann! Ist das ein leuchtendes Energieschwert? Kann ich mir das mal kurz angucken? Hm. Wurfobjekte, du bist immer lustig. Die Schule ist aus, Taskmaster. Warum verfolgst du mich? Ich sollte feststellen, ob du rekrutierungswürdig bist. Ich wäre lieber Jamesons Fußmasseur als Rekrut von jemandem, der dich anheuert. Dein Pech. Sie zahlen sechsstellig. Manche Leute verdienen es wohl, arm zu sein. Sechsstellig? Nee. Nee. Alles klar. Neue Stufe. Was? Ich bin verwirrt. Was wollten wir tun? Wir wollten irgendwo hin. Stimmt, wir wollten nach rechts schwingen. Ich erinnere mich. Und jetzt müssen wir nach Norden, nach Osten. Da so lang. Ja, hat gut geklappt. Wir müssen hier immer noch zwei Verbrechen lösen. Könnte ein bisschen schwierig werden, wenn die hier nicht auftauchen. Sag ich mal, sind wir in der richtigen Richtung. Jawohl. Es ist ein schmaler Grat zwischen Verschwörungstheoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Auf diesem Grat stehe ich und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeit zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige haben selten Motive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als auch das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Lebensweise. Und davor habe ich immer gewarnt. Wer mir zugehört hat, ist bereit. Für alle anderen bete ich. Hm, wir brauchen immer noch Schlägerverbrechen. Alle Einheiten, Zeugen melden nach Unfall im Auto gefangene Zivilisten. Ja, na endlich. Brauchen Officer in East Harlem. Bin schon unterwegs. Wenn das mal sieht, oder? Ernster Autounfall da unten. Sieht schlimm aus. Mhm. Oh Gott, Hilfe! Ich sitze fest! Nur noch ein bisschen! Na, endlich. Ich würde es, wenn das viel eher schon alles machen sollen. Wo ist der andere da oben? Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Hallo, wo ist der andere? Da hängt er rum. Keine Panik, ich bin hier. Spider-Man, Hilfe! Ich glaube, die Trümmer halten. Hey, Spider-Man, ein paar Jungs wollten einen Laden überfallen. Der Fahrer war wohl high und hat den Unfall verursacht. Ich muss die Autoschrotter finden, sonst werden noch mehr verletzt. Ich verliere sie! Ich muss aufholen! Ihr habt vergessen, den Leuten da hinten eure Versicherungsdaten zu geben! Bist du wohl?
Böser Wolf. Sehr gut, 4 von 5. Und jetzt müssen wir ein Stück nach Norden und dann nach Westen. Alle Einheiten, Meldung über Einbruch. Na. Bitte nach Spanish Harlem. Siehst du. Geht doch. Mein Tipp, die Einbrecher roten. Wie wär's mit Anklopfen? Du bleibst hier. Nimm das! Was ist das? Der ist weg. Von wegen, ich kriege sie alle. Mist. 4 von 6. Verdammt. Ernsthaft? Ja, weil die sich aufgeteilt haben, diese Wicker. Entschuldigung. Na toll. Oh Mann, das war das Letzte. Schickt Lee jetzt schon Zivilisten hinter mir her? Das ist überall. Bleib mir auf der Schusslinie, Spider-Man. Ich rufe dem Kerl einen Krankenwagen. Hoffe, die können ihm helfen. Mhm. Na gut, dann tun wir weiter in die Richtung. Hauptüberfall. Verdächtige bewaffnet. Mit Vorsicht nähern. Verfügbare Officer zum Garvey Park. Hallo. Wir behalten uns vor, die Bedienung zu verweigern und jegliche Kriminelle K.O. zu schlagen. Wie auf dem Schild vermerkt. Jetzt ist es schnell vorbei mit der Übeltäterei. Völlig abgedreht, einen Laden in der Stadt auszurauben, die von Spider-Man beschützt wird. Die Polizei ist unterwegs. Ja. Super, dann haben wir das auch. Dann haben wir, pass auf, jetzt gehen wir einmal durch. Jetzt haben wir hier alles. Hier ist noch ein Dämonenlager über und eine Forschungsstation, die noch nicht aufgeploppt ist. Und ein Schlägerverbrechen. Was? Wie eine Forschungsstation, die noch nicht aufgeploppt ist. Wie geht das denn? Im Central Park fehlen auch noch Verbrechen. Oh, hier fehlen überall noch Verbrechen, alter Schwede. Okay, dann bewegen wir uns mal erstmal in diese Richtung hier. Und ich auch. Einmal in den Zentralpark. Wenn wir Glück haben, ploppen die hier gleich auf. Unfall. Müssen wir ein bisschen durch den Park springen. Verfügbare Einheiten. Körperverletzung wurde gemeldet. Hm. Sehen. Hä? Hier war doch gerade eine Körperverletzung. Kannst du. Und direkt wieder weg. Manu. Achtung Einheiten, uns wurde ein Überfall gemeldet. Alle Officer nähe Central Park, bitte zum Tatort. Hallo. Spider-Man! Ich muss ein Foto machen.
Das war's schon? Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Vielen Dank! Bitte! No problemo, Senorita. So, damit haben wir hier die Schlägerverbrechen fertig. Jetzt haben wir hier noch eins. Dann... Nee, warte. Wir sind nicht ganz so doof. Guck mal, hier sind noch Dämonen und Schläger. 2 und 1. Dann schwimmen wir erstmal in diese Richtung. Spricht über etwas, das ich schon lange geahnt habe. Also ich steige gestern aus der Badewanne und sehe zum Fenster und was sehe ich? Spider-Man schwingt vorbei, als wäre es seine Wohnung. Ich war nackt. Sie haben ein Mitgefühl, Madam. Wenn man sich vorstellt, welche abartigen Leute sich überhaupt erst so verkleiden, ist es nicht mehr weit bis zu erbärmlichen Spannern. Da ist es egal, ob man im Erdgeschoss oder im 30. Stock wohnt. Ziehen Sie die Vorhänge zu, verriegeln Sie die Fenster. Ein perverser Netzspinner ist unter uns! Mhm. Halte mich mal hier so ein bisschen im Gebiet auf, ne? Na, da haben wir was. Was hat Osborn für euch getan? Der lässt euch verrotten. Schreien! Hallo? Viel von denen, ne? Geiselnahme auf einem Tourbus. Eine echte New York Reality Tour. Läuft, Entschuldigung. So, das war der. Und jetzt haben wir noch 2 Schlägerverbrechen. Das heißt, wir müssen uns jetzt. Sag mal, hier so ist die Grenze. Mal gucken, wann die aufploppen. Bis jetzt läuft das ja ganz gut. Eindruck gemeldet. Brauchen Officer am Tatort. Alles klar. Brauchen mehr Officer bei Carnegie Hall. Bitte bestätigen. Hey, ein altmodischer Eindruck. Ich liebe die Klassiker. Mann, kaum ist Fisk weg, schlägt die Stunde der Stümper. Hat sich mir anders vorgestellt. Das ist einfach nicht fair. Fang an zu beten. Alter. Ich bin nur ausgewichen, Mann. Seht's mal so. Wenn ich euch nicht gestoppt hätte, wärt ihr noch viel länger im Knast. Pennerspiel. Eins müssen wir jetzt noch machen.
gucken, wann das hier auftaucht. Achso, wir müssen in die Richtung. Entschuldigung. Habe ich mir leicht vertan. Dann müssen wir auch gleich schon wieder umdrehen. Nicht jetzt so ungefähr. Ich war dir noch nie so nah. Jetzt warten wir, bis das letzte Verbrechen aufploppt, dann haben wir das nämlich auch. Das kann ja jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Hoffe ich. Würde ich zumindest gut finden. 207, wiederhole. 207, Entführung gemeldet. Officer in der Nähe von Vanderbilt benötigt. Die KI meines Anzugs nennt mir den wahrscheinlichsten Aufenthaltsort des Opfers. Rettet mich! Mit euch Clowns einen warten Sie, ich hol Sie raus. Ich dachte, ich müsste da drin sterben. Danke dir. Oh nein, Sie sind zurück! Hm. Ist hier jemand drin? Freak! Weg von meinem Auto! Hey, er spielt mich ein! Na sicher, Jonas. Problematisch, wenn man nichts sieht. Komm rüber, mickrige Spinne! Hm, komm rüber, ich Zeit hab. Oh, warte mal, war ich hier nicht so? Sie haben von Lösegeld gehört. Danke, gar kein Problem, das war's. So, dann haben wir jetzt hier alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir noch nicht alles. Hier fehlt noch ein Dämonenlager, ein Schlägerverbrechen und eine Forschungsstation, die noch nicht aufgeploppt ist. Der Rest ist gesperrt. So, hier ist auch noch ein Dämonenlager offen. Ansonsten ist hier auch alles. Hier ist alles erledigt. Dann haben wir hier eine Nebenmission. Das zählt aber so nicht. Da haben wir sonst auch alles erledigt. Hier ist alles erledigt. Und hier ist alles erledigt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den mit dem Dämonenlager und den. Hier möchte ich zumindest das eine Verbrechen noch machen. Und dann gucken wir mal. Das heißt, wir schwingeln uns jetzt fertig. Komisch, dass in der digitalen Welt noch gekidnappt wird. Es könnte doch Cybernapping geben oder sowas. Gibt's doch auch. Glaube ich. So, jetzt müssen wir aber wieder einmal durch den Zentralpark. Schnell hindurch schwingen. Angeblich soll man hier irgendwo Basketball spielen können. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht genau wo. Ich habe da jetzt noch keinen Ort für gesehen. Aber den werden wir irgendwann mit Sicherheit nochmal finden. Weil da gibt es bestimmt auch eine Trophäe für. So, und jetzt muss ich einmal markieren. Jetzt schwingen wir einmal bis nach hier und danach schwingen wir in die andere Richtung. Ich sollte besser ins Labor. Moment. Was ist da? Ich denke, die Jungs handeln nicht mit Baseballkarten. Ach, meinst du? Na? Steckt mehr. Und zwar mein Arsch in eurem Fuß. Mein Fuß in eurem Arsch. Entschuldigung. Guck mal, und er rennt hier zwischen rum und macht einfach nichts, ne? Toller Security-Typ bist du. Oh, nichts macht mehr Spaß, als einen illegalen Drogendeal auffliegen zu lassen.
Und die gehen einfach spazieren. Hab Juri geschrieben, die Typen abzuholen. Ich wünschte, es gäbe ein Spidey-Emoji, das ich mitschicken kann. Tolle Jungs. Richtig tolle Jungs. So. So, damit haben wir hier die Verbrechen auch aufgeklärt. Hier haben wir nur noch Lager. Das heißt, Verbrechen sind alle gelöst, ne? Sieht schwer noch aus. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, holen wir uns in der nächsten Folge, holen wir uns das Lager hier. Haben wir überhaupt irgendwas gemacht? Irgendwas Sinnvolles? Ich glaube nicht, ne? Wir haben aufgeräumt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns das Ding in der nächsten Folge. Ich springe schon mal in die Richtung und dann sage ich dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Spider-Man. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin Demichonige. Und ich bin raus. Tschüss.